irgendwie 100 Spiegelstrichen. Ja, das ist gut gegen das. Und wenn du dann das nimmst, dann kriegst du auch kein AIDS, kannst du auch ohne Kondom umsetzen. Ich übertreibe gerade nicht. Ja, ich ja, nehme klar. gerne Hops. Ja, ich weiß, was du meinst. Was ist damit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Industrie hier unreguliert bleibt ewig lang. Nee, das schadet doch hier im Endeffekt später. Ja, aber das Schlimme, das Problem, was ja heute herrscht, gerade wenn du auf CBD ansprichst, das Problem, was hier heute herrscht, ist, dass... wenn du 10% Toleranz hast, also wie kriegen die das dann hin so genau? Ja, ist schon klar. Das Problem bei 0,2% da drin zu haben, hä? Das Problem bei CBD ist ja obendrein noch, dass es eine Grauzone ist im Moment in Europa, ja, weil sich keiner wirklich so sicher ist, wie legal und wie illegal es ist. Mhm. Okay? Weil es gewisse Richtlinien gibt von der EU, die eigentlich sagen, dass man das nicht verkaufen darf. Okay? In der ganzen EU. Das Problem ist jetzt nur, dass es so viel Presse gibt und so viel positives Feedback und so weiter und so fort, ja, dass die halt irgendwann Probleme kriegen und sagen, wir haben jetzt irgendwie 70 Produkte auf dem Markt, was machen wir mit denen? Wir können die ja nicht alle, also wir können theoretisch einfach jetzt Tabula Rasa, alles aus, alles weg, aber kontrollier das mal. Und mit dem Internet heute wird es immer schlimmer und ich weiß nicht, warum das bei CBD der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du andere Produkte kennst, wo das so ist, aber für mich ist das imposant, weil bei CBD ist so eine Verhaltenssache gibt, dass Leute einfach sagen, ja, wir wissen, dass eigentlich das nicht legal ist. Oder da könnte man so rauslesen aus den und den Schriften. Wir haben es halt einfach und es hat uns ja noch keiner an den Karren gebissen. Also an den Karren gefahren deswegen. Ich habe noch nie sowas gesehen. Also ich finde das total krass. Ich verstehe das nicht. Aber das liegt daran, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Gesundheitsämter keine Zeit dazu haben oder die Bezirksregierungen, die das machen müssen im Moment, die das kontrollieren. Oder ob das echt der Fall ist, dass das gewissen Leuten einfach scheißegal ist. Weil du hast es ja sogar im Rewe, im DM, wo du irgendwie CBD, Schokolade und so einen Scheiß hast, wo du denkst, wie kann das denn sein? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich finde es erstaunlich. Ich verstehe es nicht. Und das ist so eine Sache, ich finde das schade. Aber ich finde das schade aus einem Grund und aus einem Hauptgrund. Ich finde das Produkt super. Ne? Also ich finde auch, es gibt alle möglichen Sachen, wo CBD super gut hilft. Also bei Rheuma-Sachen und sowas, wo ich Bekannte habe, die 10 Jahre lang Probleme hatten zu schlafen, weil sie jedes Mal Schmerzen hatten in jedem Gelenk. Und die nehmen CBD und ist weg. Ja, zum Beispiel. Ich sage nicht, das funktioniert immer, aber es gibt super tausende Beispiele. Einsatzgebiete. Ich will nur sagen, es wird aggressiv vermarktet. Aber, ja, genau, aber das, genau, und das ist das Problem. Was ich nicht verstehe, wo mein Problem da liegt, ist, was ich eben nicht will, wie du das angedeutet hast, was passiert denn, wenn eins von diesen Produkten irgendeine Scheiße aus China irgendeine Kacke drin hat und es sterben plötzlich irgendwie 100 Leute dran? Spice beispielsweise. Stell dir mal vor. Also man sieht ja bei Spice beispielsweise, für jetzt euch Zuschauer, wenn ihr das nicht wisst, sind künstliche Cannabinoide und dann veränderst du einfach nur mal so ein bisschen die Anteile von verschiedenen Cannabinoiden, ja, und auf einmal hast du wirklich Wirkungen, die höchst problematisch sind. Ja, genau. Aber stell dir, was machst du denn dann? Du hast erstens, machst du die Industrie kaputt, weil du plötzlich du versuchst ja ein Produkt, das es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, das in der chinesischen Heilkunde eins der 6 Hauptmittel ist, ja, oder 8. Eins der 8 Pflanzen, die da drin sind, ist Cannabis. Das heißt, es gibt es seit abartig langer Zeit. Und du bist endlich an einem Zeitpunkt, wo die Regierungen anfangen, das zu verstehen, dass es legal sein sollte für gewisse Sachen und bei gewissen Punkten und dass es nicht ganz so schlimm ist, wie Leute es darstellen und dass, wenn man den Markt kontrolliert, es wahrscheinlich auch besser ist für die Konsumenten, die es auch recreationally benutzen, dass man es mit Alkohol vergleicht und so weiter und so fort. Ja, ja, also, ne? Ja, das ist tricky. Aber okay. Ja, ja. Langweilige Diskussion. Ja, genau, ist so logisch. Aber mein Punkt ist halt, und jetzt hast du diese ganzen CBD-Firmen, denen gefühlt, wo der Hälfte alles scheißegal ist, die das alles, was in den letzten 5 Jahren geschafft wurde in dieser Thematik, zerschießen können auf einen Tag. Das will ich, das gerade sagen. Nicht. Guck mal, du sorgst für Reputationsaufbau für diese Industrie, weil keiner guckt sich das genau an. Ich meine, im Grunde ist es eine Droge. Du hast alte Leute, die sagen, das Gras ist Gras, ob CBD oder THC, lass mich in Ruhe. Und dann so, gibt es ein schwarzes Schaf, das schlagartig, ja, für einen Reputationsabbau sorgt, ja, der auch dich ficken wird. Genau. Und was soll das? Ich verstehe es auch nicht. Das finde ich super schade. Und das Interessante finde ich ja, wenn du mit den Leuten redest, dann sind das super oft Leute, die sagen,
Ja, wir wollen, wir sehen das nicht ein, die Pflanze sollte legal sein, es sollte alles okay sein. Also was soll dieser Blödsinn? Aber die sehen halt einfach nicht, ich verstehe ja deren Core-Gedanke, deren Idee dahinter oder was sie wollen. Also, ich verstehe, also das nicht aber jedem, nicht ne? zu Recht. Ja, klar. Ich meine jetzt nicht jeder von diesen CBD-Prozenten. Ja, ja. Aber die wollen, dass das gepusht wird und die nicht wollen, dass gegen CBD gearbeitet wird. Aber du willst ja nicht unbedingt dagegen feuern oder letztendlich in so ein Problem reinrennen, dass du einfach mehr Schaden machst, als, wie du selber sagst, als mit dem Verantwortungsbewusstsein. Ja, und das verstehe ich nicht. Nein, es ist eine harmlose Pflanze, bla bla, ja. Lass uns auch Geld damit verdienen, wir helfen ja. Leuten nachweislich, genau. schau hier. Hast du zwei Badges, die irgendwie kacke sind, hast keine Qualitätskontrolle, weil musst du ja nicht machen. Ja, und wir Menschen, ach sorry, in dem Unternehmen machst du auch nur das, was vom Gesetzgeber auferlegt ist, diese Qualitätskontrollen angeht. Ja, ich finde... Das ist halt super schade. Ich finde es sehr krass. Ja. Also ich finde es sehr, sehr krass. Ich bin auch gespannt, was da passiert, aber ich finde, das ist auch generell so eine Sache im Nahrungsergänzungsmittelbereich, die sich da wie ein roter Faden durchzieht. Ja, bei vielen Sachen. Dass du vage Health Claims hast, die dann von Influencern einfach nur durchs Megafon nochmal geschrien werden und... Ja. Ganz ehrlich, das ist eine meiner Existenzgrundlagen, weil ich dann halt sage, okay, gut, ich setz mich damit auseinander und ich mache mir wirklich sehr viel Gedanken, bevor ich irgendwas in die Welt posaune. Ja. So. Weil, ganz ehrlich, wir sind ja auch nicht unfehlbar. So, das ist ein hochkomplexes Ding. Ja, aber die nehmen uns vor dieser Sache. Ja, deswegen muss man aufpassen. Nochmal, ich würde sagen, zum Ende hin hätte ich nochmal kurz einen kleinen Topic-Shift, der interessant ist. Weil ich glaube, wir haben langsam gut was geredet. Sehr schön. Dann haben wir noch eine und es ist die Zukunft von Pornografie und im Internet. Okay.